Dann würde ich den Herrn Philipp Kastenhofer bitten, damit er mit seinem Vortrag Gründe und Strategien für die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung beginnt. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Genau, ich freue mich, dass ich da heute einen Vortrag über die teilflächenspezifische Düngung machen kann. Möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kastenhofer Philipp. Bin da wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Josephinum Research und auch bei Innovation Farm beteiligt. Und ich bin da im Prinzip beschäftigt, sehr viel mit der teilflächenspezifischen Düngung. Also wir erarbeiten da Modelle, wie man im Prinzip auf den jeweiligen Bestand reagieren soll. Der dazu mit meinem Bildschirm. Genau. Ich hoffe, ihr seht jetzt die Präsentation. So, gut, also wir sind da bei so vielen Research sehr stark beschäftigt, dass wir eben Modelle erarbeiten, wie man auf Bestandesunterschiede am besten reagieren soll. Dazu will ich jetzt in der Präsentation einmal kurz erklären, was ist teilflächenspezifische Düngung überhaupt und welches Potenzial steckt darin. Also wie man das sieht auf dem Bild, haben wir da einmal vor 2018, war das glaube ich, einen Weizenschlag, lauter so kleine Parzellen gemacht und da mit einem Parzellenmetrischer jede kleine Parzelle quasi den Ertrag erhoben. Und man sieht, dass die Erträge in diesem Feld sehr stark schwanken. Also wir haben da Teilflächen mit fast 11 Tonnen Ertrag und nicht weit weg Teilflächen mit der Hälfte, mit 5 Tonnen Ertrag. Und wenn man sich das ein bisschen durchrechnet mit Rohproteingehalt für Winterweizen zum Beispiel und dann der Erntemenge, dann sind da natürlich sehr hohe Nährstoffbedarfsunterschiede damit verbunden. Und auf diese Unterschiede wollen wir einfach in der Düngung eingehen. Das heißt, wir wollen da innerhalb des Schlages die Flächen so behandeln, oder so bewirtschaften und düngen, dass wir da im Prinzip effizient arbeiten können und somit vor allem einen ökologischen Vorteil holen, was ja immer mehr gefordert wird. Aber auch ein betriebswirtschaftlicher Vorteil wird dabei rauskommen, wenngleich der, das werden wir dann sehen, der wahrscheinlich eher gering ausfällt. Ja. Dazu möchte ich jetzt kurz eingehen. Ich glaube, der nächste Referent, der Herr Muhr, wird dann sicher detaillierter erzählen über die Bestandesbeschreibung. Aber einfach zum Verständnis, um auf diese Teilflächen einzugehen, also um die Flächen so zu bewirtschaften, dass man eben genau auf den Bedarf optimiert düngt, müssen wir den Bestand kleinräumig beschreiben. Man macht das jetzt sehr oft mit, also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, aber man macht das sehr oft mit dem Vegetationsindex und dieser funktioniert so jetzt, also wir haben da das elektromagnetische Spektrum visualisiert und wir sehen im Prinzip blau, grün, rot, ja, und in diesem für uns nicht sichtbaren Nahinfrarotbereich können wir eben Bestandesunterschiede sehr gut differenzieren. Wenn man da vergleicht, wir haben da eine eher unterversorgte Pflanze und wir vergleichen diesen roten Bereich mit dem Nahinfrarotbereich, dann sieht man, dieses Verhältnis ist eher gering. Wenn wir jetzt das Gleiche mit einer gut entwickelten, gut versorgten Pflanze machen, dann sieht man, dass dieser Unterschied, also dieses Verhältnis von roten zu nahinfrarotem Bereich sehr stark ausgeprägt ist. Und eben hier kann man einfach Unterschiede sehr gut erkennen. Und wir werden auch dann später noch sehen, sehr gut damit rechnen, weil, ja, da kommen wir dann später noch dazu. Genau, wenn man sich das dann anschaut von so einem Feld, so einem Verlauf, dann sieht man, dass das immer grüner wird. Ja. Wenn man sich jetzt das Feld
so von der Luft anschauen würde, würde man jetzt vielleicht gar keinen Unterschied mehr im Bestand mehr erkennen. Aber eben mit diesem Vegetationsindex können wir hier sehr gut differenzieren. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Bestandesbeschreibung zu erfassen. Also es gibt Handsensoren, Bestandessensoren an Traktoren. Wir können das mit Drohnen machen. Das Ganze ist natürlich auch mit Investitionen verbunden. Und vor allem bei Drohnendaten ist die Verarbeitung oft sehr aufwendig. Also da braucht man, sind auf jeden Fall automatisierte Möglichkeiten, was da in Zukunft geschaffen werden müssen, dass man Drohnendaten praxisnah in deinem Landwirt verarbeiten kann. Genau, eine neue Möglichkeit sind auch jetzt seit mehreren Jahren Satellitendaten. Interessant ist da geworden, also es gibt schon lange, werden schon Satellitendaten in der Landwirtschaft eingesetzt, aber seit 3 Jahren jetzt die Satelliten Sentinel 2A und 2B fliegen um die Erde und da erhalten wir neben einer sehr hohen Auflösung von 10x10 Meter, das ist für die Landwirtschaft absolut ausreichend, weil wir meist sowieso größere Bewirtschaftungsbreiten wie 10 Meter haben. Auch eine sehr, also wir haben eine sehr hohe räumliche Auflösung und neben dieser sehr hohen räumlichen Auflösung haben wir eben eine sehr hohe zeitliche Auflösung. Das heißt, diese zwei Satelliten umkreisen die Erde alle 5 Tage. Das heißt, man hat von einem Punkt auf der Erde alle 5 Tage ein neues Bild. Und das ist ein großer Vorteil, weil man dadurch natürlich auch ganzjährige Betrachtungen vollziehen kann und da dann eben Muster erkennen und ich komme dann später noch genauer dazu. Und wir können da 13 spektrale Bänder erfasst, dieser Satellit. Da gibt es auch Bänder mit einer Auflösung von 20 Meter. Genau, soweit dazu. Also man kann mit diesen Satelliten verschiedenste Vegetationsindizes berechnen und eben den Bestand sehr gut klassifizieren. Wenn man sich jetzt so ein Beispielfeld anschaut, dann haben wir da diesen Vegetationsindex visualisiert und wir haben da zum Beispiel ein Feld, wo man da im oberen Bereich jetzt im Frühjahr, das ist ein Winterweizenfeld, haben wir da im oberen Bereich sehr gut entwickelte Stellen und im unteren Bereich eher schlecht entwickelte. Ja. Die Frage ist jetzt, wie interpretieren wir diese Unterschiede und wie reagieren wir dann letztendlich darauf in der Düngung? Wenn wir jetzt diese Pixel hernehmen, also man hat ja immer so 10x10 Meter Pixel und in diesem Pixel ist ein Wert drinnen. Also das ist ein weiterer Vorteil, wir können nicht nur sagen, das ist gut oder schlecht der Bestand, sondern wir können da wirklich den Bestand mit einem Wert klassifizieren. Und dieser Wert geht jetzt beispielsweise beim NDVI, der sehr häufig verwendet wird, liegt der Wert zwischen 0 und 1 und 0,8 wäre immer sehr gut versorgter Bestand schon und 0,4 ist jetzt da eher ein schlecht versorgter Bestand. Genau, wenn man jetzt die Unterschiede interpretieren will und darauf interpretieren, welche Bewirtschaftungsmaßnahmen ich jetzt auf diese Unterschiede setze, haben wir jetzt einmal für dieses Feld Bodenbeprobung gemacht. Also man sieht da den Tongehalt vom ganzen Feld, also es sind Rasterbodenproben gezogen worden, den Tongehalt und man sieht, dieser schlecht entwickelte Bestand ist auf einen sehr hohen Tongehalt im Frühjahr zurückzuschließen. Ja. Das heißt, dieser Bestand ist eher reaktionsträge, ist noch kalt aus dem Frühjahr gegangen und hat einfach einen Rückstand. Wenn man sich jetzt den zeitlichen Verlauf von diesen 2 Pixeln, also von diesem Pixel beim guten Bereich und von diesem Pixel beim schlechten Bereich anschaut,
dann sieht man, dass dieser schlechte Bereich, dieser sehr schwere tonhaltige Bereich, diesen Rückstand im Frühjahr über den Jahresverlauf fast ausgeglichen hat. Das heißt, man sieht hier auf der Zeitachse den von März bis Juli, also so der Vegetationsbereich von Weizen, und auf der anderen Achse eben dieser Vegetationsindex. Und man sieht da bis zum Mai, Juni wurde dieser Bestand eigentlich fast ausgeglichen. Das heißt, wie hätte man darauf reagieren sollen? Es hätte Sinn gemacht, wenn man diesen guten Bestand hätten wir eher vernachlässigen können in der Düngung, jetzt bei der ersten Gabe. Und diesen Schlechtbestand, der ja eine gehemmte Mineralisation aufgewiesen hat und sehr reaktionsträger war, den hätten wir stärker andüngen können. Ja. Dann hätten wir im Prinzip einen Bestandesausgleich geschafft und hätten somit den Dünger effizienter eingesetzt. Anders schaut es aus beim Bereich, also ich habe jetzt da ein weiteres Beispielfeld, diesen Vegetationsindex vom Feld vom Frühjahr, und wenn man sich da den zeitlichen Verlauf anschaut von dieser schlechten Stelle und dieser guten Stelle, dann sieht man, dass diese schlechte Stelle eigentlich laufend abgefallen ist. Also die ist nie wirklich gut geworden. Und da wäre es natürlich ein Hochrisiko, wenn wir diesen Bereich im Frühjahr stark andüngen. Das heißt, man muss auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Feld liegt ein sehr sandiger Boden vor. Wir haben dann ein trockenes Frühjahr und noch dazu einen sehr schlecht entwickelnden Bestand. Dann ist die Ursache dieses Rückstandes eine Hemmung der Mineralisation aufgrund von Wassermangel, und Bestandesausgleich würde hier nicht funktionieren. Und wir haben natürlich das Risiko, das ökologische Risiko, dass der Nitrat, wenn wir das jetzt stärker andüngen würden, diesen schlechten Bereich, würde dort eventuell Nitrat ausgewaschen werden. Das heißt, auf diese Bereiche muss man gesondert reagieren, und man muss dann natürlich langjährige Betrachtungen auch dann mit einfließen lassen, dass man diese Stellen detektiert, oder Bodeninformationen und Wetterdaten. Genau. Das ist jetzt mal für die erste Düngergabe. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir wollen bei der ersten Düngergabe grundsätzlich den Bestand ausgleichen. Außer eben diese risikogefährdeten Stellen, diese sehr leichten Stellen, wir nennen es Minderertragsstellen, was einfach meistens eher schlecht sind. Da ist ein Ausgleich nicht zielführend. Ja. Bei der zweiten Düngergabe ist unser Ziel jetzt eine weitere Bestandeshomogenisierung. Jedoch ist jetzt, wenn wir bei Getreide wieder bleiben, der Zeitpunkt entscheidend. Der Zeitpunkt ist entscheidender wie die absolute Variierung der Düngemenge oder die absolute Menge. Das heißt, wir fahren da eher konstante bis moderate Steigerungen, also eher konstante Gaben. Wir sehen gleich warum. Also, wenn der Ausgleich bei der ersten Gabe zu gering war, wo es sehr schwer festzustellen ist, dann ist eine kleine Mengenregelung sinnvoll. Mit kleiner oder moderater Mengenregelung meine ich jetzt das, dass man auf höhere Unterschiede im Bestand durch eine nicht so hohe Variierung der Düngemenge reagieren. Hat aber der Ausgleich der ersten Gabe noch nicht vollständig funktioniert, dann ist eine Mengenregelung nicht sinnvoll, und wir empfehlen da generell dann einfach eine konstante Gabe übers Bild. Genau. Wichtig ist, wie gesagt, der Zeitpunkt, also
stärkere, sehr gut entwickelte Bestände. Da warten wir eben bis EC 31, 32 und bei eher schwachen, schlecht entwickelten Beständen würde ich schon eine Düngung zu einem früheren Zeitpunkt empfehlen. Genau, bei der dritten Düngegabe wird es wieder sehr interessant. Also man kann feststellen, dass vor allem zum EC 39, 39, also wenn das Pfannenblatt voll entwickelt ist, eine sehr hohe Korrelation zum späteren Ertrag besteht. Also wir haben hier auf der X-Achse den Ertrag, das relative Ertrag quasi 100% ist der Mittelwert und 87% sind halt 87% vom Mittelwert. Und auf der anderen Achse den Vegetationsindex und man sieht, dass hier der Vegetationsindex sehr gut mit dem Ertrag korreliert. Und man sieht das auch noch beim zeitlichen Verlauf. Also ist im Prinzip die Korrelation von Ertrag zum Vegetationsindex aufgetragen. Und man sieht auch, dass wir da den Peak haben zu EC 37 bis 39. Also genau zu diesem Zeitpunkt, wann die dritte Düngegabe gemacht wird. Was können wir jetzt aus dieser Information herausholen? Das heißt, wir stehen jetzt in unserem Bestand zu EC 39 und wissen, dass die guten Bereiche wahrscheinlich auch einen guten Ertrag haben werden und die schlechten Bereiche auch einen schlechten Ertrag haben werden. Das heißt, wir können den Ertrag schätzen. Wir haben da verschiedene in unseren Versuchen da am Josephinum verschiedene Modelle und Funktionen erstellt, wie man eben diese Ertragsschätzung dann machen kann. Und wir können eben diese Vegetationsbetrachtung in eine Ertragsschätzung umwandeln. Und wenn man das auf diesen Schlag macht, sieht man, dass da schon massive Unterschiede rauskommen. Also wir haben da in den guten Bereichen 10 Tonnen Ertrag und in den schlechten Bereichen sind wir bei der Hälfte 5 Tonnen, 6 Tonnen, 7 Tonnen. Genau. Durch diese Ertragsschätzung können wir jetzt im Prinzip die erwartende Stickstoffaufnahme berechnen. Also wir wissen ja, also der Landwirt kann ja meistens sehr gut einschätzen, was für Rohproteinniveau er ungefähr hat. Und aus diesen zwei Parametern, also Ertragsmenge und Rohproteingehalt, kann man eben die Stickstoffmenge ausrechnen, die der Bestand im Prinzip braucht. Wir haben also eine erwartende Stickstoffaufnahme. Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, 10 Tonnen Weizenertrag mit 13% Rohprotein, dann haben wir, so schnell kann ich nicht rechnen, dann haben wir x Kilogramm Stickstoff, was dieser Bestand braucht. Und aus diesen erwartenden Stickstoffaufnahme können wir die bisher gedüngten Mengen in Min und so weiter abziehen und kriegen dann quasi die Menge für die dritte Düngegabe außer. Und das schwankt wieder sehr stark, wie man da sieht, von 9 Kilo bis schon größere Gaben, Mengengaben. Und man sieht schon, dass das theoretisch, wenn man mit Hausverstand überlegt, schon absolut Sinn macht, wenn man so vorgeht, weil es eben sehr viel Effizienz verloren geht, wenn man da jetzt konstant düngen würde. Ja. Wir haben da ein paar Versuchsergebnisse schon. Wir sind ja gerade dabei, dass wir diese ganzen Modelle und Überlegungen validieren auf den verschiedensten Versuchen in ganz Österreich. Aber man sieht da zum Beispiel die Stickstoffbilanz von einer konstanten Variante zur Stickstoffbilanz einer variablen Düngung. Und man sieht, die variablen Düngung ist quasi viel enger um Null als die konstante Düngung. Das heißt, wir können daraus schließen, wir haben eine ausgeglichenere Nährstoffbilanz
Natürlich bei homogeneren Feldern wird dieser Effekt nicht so groß sein. Bei heterogenen Feldern ist der Effekt dann durchaus größer. Wir können daraus ableiten, dass wir ökologisch sinnvoll gehandelt haben. Wir haben den Dünger und die Betriebsmittel effizient eingesetzt und haben auch das Ertragsniveau ausgeschöpft, ohne da irgendwelche Verluste in die Umwelt zu verursachen. Wir haben bei den Versuchen durchgehend festgestellt, dass wir entweder weniger Stickstoff für denselben Ertrag gebraucht haben oder mit dem gleichen Stickstoff einen höheren Ertrag sogar erzielt haben. Und wie gesagt, wir sind gerade dabei, dass wir in weiteren Versuchen das weiter validieren und da schauen, was man aus diesen Sachen rausholen kann. Und welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Also wir haben in den letzten Versuchsjahre durchschnittlich 6% höhere Stickstoffeffizienz gehabt. Wir haben sie rund 20 Kilogramm Stickstoff eingespart. Und auch die Ertrags- und Qualitätsunterschiede waren innerhalb der Fläche in der Regel geringer, was natürlich auch ein großer Vorteil ist, wenn zum Beispiel der Rohproteingehalt jetzt eher homogen ist über das ganze Feld und nicht ziemliche Sprünge macht. Die variable standardangepasste Düngung führt zu einer gesteigerten Betriebsmitteleffizienz. Wir können sie Betriebsmittel einsparen und im Prinzip die Pflanzen bedarfsgerecht ernähren. Die Anwendungen ermöglichen einen direkten Wissenstransfer, also wir können diese Adaptierungen direkt unmittelbar umsetzen. Wann werden Landwirte ein derartiges System anwenden? Auch wenn der betriebswirtschaftliche Vorteil unmittelbar gering ist. Ich sage einmal, sehr wichtig ist einmal, dass diese Konzepte verstanden werden müssen und einen Nutzen erzielen müssen. Das heißt, der Landwirt muss diese Konzepte zu 100% verstehen. Also beispielsweise, was ist das für ein Messwert, mit dem, was mir da eine Düngemenge ausrechnet oder was rennt da im Hintergrund für ein Modell, der was man sagt, dass das am Ende Ertragsstuhl ist. Der Landwirt muss das einfach verstehen, weil wenn er es nicht versteht, dann wird auch das keinen unmittelbaren Nutzen erbringen. Das folgt dann gleich zum nächsten Punkt. Also der Landwirt braucht 100%iges Vertrauen in diese Technologien. Und soll da meiner Meinung nach durch diese Technologien unterstützt werden. Das heißt, er muss immer noch selber entscheiden, er kennt seine Flächen selber am besten und soll er selber entscheiden, was die besten Bewirtschaftungsmaßnahmen sind. Diese Technologien unterstützen halt dann und bringen dadurch einen Vorteil. Wir sehen ja, dass der betriebswirtschaftliche Vorteil eher gering ist. Deshalb dürfen solche Anwendungen möglichst keine Kosten verursachen. Und auch der Automatisierungsgrad, also es ist ein hoher Automatisierungsgrad erforderlich. Also es gibt ja schon viele Dienstleister, die so Applikationskarten erstellen. Und da muss einfach automatisierter Workflow über diesen ganzen Prozess gestartet sein. Das heißt, diese Applikationskarten oder diese Satellitendaten oder welche Sensoren man auch immer verwendet, müssen im Prinzip automatisiert verarbeitet werden, dürfen keinen zusätzlichen Zeitaufwand verursachen, zum Beispiel, wenn man diese Applikationskarten dann aufs Traktor-Terminal spielt müssen halt so einfach wie möglich aufgebaut sein.
Genau. Wichtig ist eine Einbindung in der Industrie, dass man den tatsächlichen Nährstoffbedarf, nach dem tatsächlichen Nährstoffbedarf die Betriebsmittel verkauft. Und natürlich sind auch in Zukunft wahrscheinlich Anreize durch Förderungen nötig, dass man diesen ökologischen Effekt abgibt. Genau, abschließend mag ich noch ein kurzes Umsetzungskonzept von einer Entwicklung von uns im Haus präsentieren. Prinzip, das heißt Terrazzo. Das ist im Prinzip eine Schnittstelle, wo wir diese Automatisierung, also diese Verarbeitung in diesem Fall sind Satellitendaten, automatisiert machen können und im Prinzip auf Knopfdruck eine Applikationskarte erstellen kann. Derzeit ist es noch so aufgebaut, dass das Feld zoniert wird und dann dass man dann diese Düngemengen selbstständig festlegen kann. Aber wir sind dran, dass man da Modelle integriert, wo das Ganze dann, also wo eine automatisierte Empfehlung dann je nach Zeitpunkt und Kultur vom Standort gibt, dass man diese Mindertragstellen, von der ich schon gesprochen habe, also diese auswaschungsgefährdeten, ökologisch risikoreichen Stellen, dass wir die detektieren und von unserem bestehenden System ausnehmen. Und genau, da sind wir noch dabei. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir da zielführende Systeme an die Landwirtschaft bringen. Und genau. Somit wäre ich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar Fragen kämen. Ansonsten würde ich noch kurz das Terrazzo herzeigen. Also jetzt sieht man den Bildschirm wahrscheinlich nicht. Also falls Fragen kämen, bitte gerne stellen. Sonst zeige ich nebenbei kurz das Terrazzo noch her. Ich hätte vielleicht eine kurze Frage, wenn das ja, bitte. Ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch. Also ist das ein super Vortrag einmal, also mir hat es sehr gut gefallen. Danke. Und jetzt zur ein bisschen technischen Frage vielleicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr den NDVI verwendet als Vegetationsindex, oder bin ich da richtig? Ja, wir arbeiten mit verschiedenen Indizes. Beim NDVI ist oft ein bisschen das Problem, dass der sehr stark in die Sättigung geht. Halt. Genau, das wird dann die Frage, wie es mit dem umgeht, mit der Sättigung von den Vegetationsindizes. Genau. Es ist so, dass der NDVI, wenn der Bestand quasi dichter wird oder ein hoher Blattflächenindex vorliegt zum Beispiel, oder sehr viel Biomasse da ist, dass er dann gesättigt ist. Mit Sättigung meint man das, dass man auf Bestandesunterschiede nicht mehr so gut reagieren kann. Nichtsdestotrotz verwenden wir trotzdem ein NDVI häufig, sage ich mal, weil er sehr einfach zu berechnen ist. Also als technisch versierter Landwirt kann man das sehr einfach machen. Und letztendlich haben wir ganz gute Ergebnisse damit gemacht. Also ja, ansonsten gibt es andere Indizes, die was man berechnen. Also der EFI reagiert wesentlich linearer auf die Bestandesunterschiede in hohen Biomassebereichen. Auch der Ripe ist da besser. Genau. Ja. Also die Einfachheit vom NDV ist natürlich ein großer Vorteil, aber gleichzeitig nimmt man damit halt einen Kauf, dass man einen dichten Bestand vom sehr dichten Bestand dann nicht mehr so unterscheiden kann. Halt. Das stimmt, ja. Aber einfache Modelle funktionieren oft sehr gut, sage ich mal. Und sind auch dann, wenn man es direkt am Landwirt anwenden will,
oder direkt auch, wenn der Landwirt das selber berechnet, dann ist einfach der Indifolie da nicht schlecht. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob man schon den Webbrowser sieht. Im Prinzip Terrazzo ist eine Webanwendung. Ja, sieht man. Danke. Man kann wieder anmelden und quasi auf, bin jetzt leider im Testmodus, man kann da Felder anlegen und im Prinzip sind da die, auch die AMA, also wenn man angemeldet ist, die AMA-Flächen hinterlegt und kann dann quasi direkt die AMA-Flächen verwenden oder man kann sie ja selber Felder zeichnen und genau, und man kann dann diese Flächen auswählen und dann im Prinzip diese Satellitendaten generieren. Das dauert meistens ein bisschen, bis dass man die vom Server abgerufen hat und dann da direkt eine Applikationskarte erstellen. Ja. Genau, gibt es sonst noch Fragen? Wenn es jetzt keine Fragen sind, ich hätte noch eine kurze Frage, weil du hast eine Folie gehabt, wo es die Teilflächen, also eigentlich die Düngermenge in Teilflächen unterteilt hast, wo ja auf einer Teilfläche 9 Kilo empfohlen werden zur Ausbringung und auf der Nachbarteilfläche fast 190 Kilo, wenn ich da richtig so ungefähr halt. Wie geht man da vor? Also weil 190 Kilo auf, ich weiß jetzt genau, was du da für Maß genommen hast, 10 mal 10 Meter oder was auch immer, wäre natürlich ein bisschen viel. Was nimmt man da für maximale Düngeausmenge? Düngermenge also, zur ich glaube, es war knapp über 100 Kilo. 190 kann man jetzt nicht vorstellen. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass diese, ich zeige sonst nochmal die Karten her. Ich hoffe, jetzt sieht man die PowerPoint. Grundsätzlich ist es so, wir haben ja da jetzt schon für jedes Pixel quasi eine erste und zweite Düngergabe teilflächenspezifisch gemacht, ja. Und jetzt sind wir Mitte Mai bei der dritten Gabe und haben da das Ertragspotenzial, was wir aus unseren Versuchen sehr gut schätzen oder prädizieren kann, weil eben einfach eine sehr hohe Korrelation vorliegt. Und diese 10-Tonnen-Bereiche werden auch diesen Stickstoff noch aufnehmen, wohingegen diese 5-Tonnen-Bereiche brauchen den nicht mehr. Also man kann da bei der dritten Gabe, man geht in diesen Hoch, also sagen wir so, man geht in diesen Hochertragsbereichen nicht so viel Risiko ein, wenn man da mehr düngt. Natürlich darf man auch keine Fehlberechnungen machen. Also Fehlberechnungen würden sich blöd auswirken, ja, sagen wir mal so. Aber grundsätzlich, wenn das Potenzial da ist, dann wird dieser Stickstoff auch aufgenommen, ja. Ja, aber es wird schon Maximalwerte geben, oder? Es werden, könnte man vorstellen, in der Berechnung dann ab und zu höhere Werte rauskommen, als praktisch dann umsetzbar ist. Ja, also wir deckeln das bei der ersten und zweiten Düngergabe, also die zweite machen wir eher konstant, haben wir gesagt. Bei der ersten Düngergabe deckelt man das schon ganz klar auf, ich sage jetzt einmal maximal 80 Kilo oder so. Bei der dritten sind wir da schon eher offener. Natürlich, wenn es ganz utopische Werte annimmt, ja, ich sage einmal, die 130 Kilo da sind schon an der Grenze. Ja, das hat jetzt eine Formel ergeben. Man muss da halt einfach mit Hausverstand arbeiten und wir versuchen das auch dann so gut wie möglich zu automatisieren und genau. Okay, danke.
Ich hätte vielleicht nur eine zweite kurze Frage. Ja, bitte. Für die Terrazzo-Software-Applikation, also was brauche ich da dafür, dass man das zum Laufen bringt? Im Prinzip also, nur ein Webbrowser. Also am besten fotografierst. Also ja, ich mein dann eher von der Technik vom Schneiderstreuer. So ja, also die Terrazzo-Schnittstelle ist eher also da, dass man im Prinzip Applikationskarten einmal generiert. Also man kann da im Prinzip, wir haben das derzeit so aufgebaut, dass man einfach ein Shapefile runterladen kann. Und was der Landwirt mit dieser Shapefile macht, ist dann ihm überlassen quasi. Aber wir haben auch, das wird dann der Florian Krippel in seinem Vortrag noch näher präsentieren. Wir haben da quasi auch einfache Anwendung namens Skiseller. Also wenn man jetzt gar keine Technik hat, man hat kein GPS am Traktor, man hat keinen Düngerstrahler, der was eine automatische Mengenregelung macht, dann haben wir eben auch eine Entwicklung da von uns im Haus, eine App namens Skiseller, wo man im Prinzip, wenn man das Bild fährt, dann diese Applikationsmenge sieht selber und dann quasi die Mengenregelung manuell am Düngersteuer machen kann. Genau. Das war eben die einfache Methode, wenn man keine technische Ausstattung hat. Ansonsten kann man sich jedes Ganze dann konvertieren auf ISO XML oder so, oder je nachdem, was der Düngerstrahler für ein Format braucht. Also manche nehmen eh Shapefiles auch. Und man kann dann eben auch, wenn das der Düngerstrahler technisch kann, ganz einfach absteuern, ja. Super, danke. Mein Name ist Georg Unhofer, ich bin Ziviltechniker für Landwirtschaft und beschäftige mich eigentlich einige Jahre schon mit Kartenerstellung. Wir praktizieren das in Wirklichkeit seit 2018 schon, auf Satellitenbasis bis Bodensensorik. Gut. In Wirklichkeit, was machen wir bei der Kartenerstellung? Wir haben Sensordaten und die wandeln wir noch eigentlich zu Applikationskarten um. In Wirklichkeit wird uns gern von den Medien oder das so suggeriert, dass wir einfach Satellitendaten haben, die kommen auf wundersame Weise noch ein Traktorterminal, da haben wir dann unsere schönen bunten Bilder und der arbeitet das alles selbstständig ab. Leider ist das nicht so. Dahinter steht ein bisschen Aufwand. Ich habe probiert, das ein bisschen zu zusammenfassen, wie das ungefähr funktioniert. Im Endeffekt haben wir mal einen Teilbereich, da kann man einfach sagen, von Bildern zu Karten, sei es jetzt von einer Drohnenaufnahme über Luftbildern bis Sentinel-Daten, funktioniert das eigentlich so. Die Flächen werden beflogen, daraus gibt es hier einen Großteil an Einzelbildern, die werden georeferenziert, also MCR, dass wir ein schönes oberflächliches Bild haben, das kennen Sie wahrscheinlich alle aus den AMAT-Bildern. Und dort werden auch unterschiedliche Bänder miteinander verschnitten. Es ist eh schon öfters einmal erwähnt worden, der NDVI, das ist der normalisierte differenzierte Vegetationsindex, ist im Endeffekt einer der einfachsten Indexe, was es in Wirklichkeit noch gibt. Aber der ist ziemlich wichtig, weil in dem Bereich eigentlich sehr viel auf diesen Daten basierend. Einfach so sehen Sie auf der rechten Seite einfach eine normale Luftbildaufnahme und da kennt man schön die Unterschiede zwischen hellgrün und dunkelgrünen Aufnahmen. Der Index sagt einfach nur aus, umso grüner Pflanze ist, umso höher ist der Index. Also da geht er zu plus 1 und umso weniger, also Erde dabei ist, geht er zu 0. Das ist ganz wichtig, dass man einfach nur versteht, das ist eine relativ simple, einfache Methode, dass man das so machen kann. In Wirklichkeit kann man, wenn man drei Bänder, also eine Infrarotaufnahme bei Luftbild dabei hat oder bei Drohnenaufnahme, kann man das eigentlich fast selber machen, wenn man sich ein bisschen mit GIS auskennt. Unten steht die Formel dazu, also im Endeffekt nimmt man einen Infrarotbereich minus einen Rotbereich und ist dadurch hat man einen Kehrwert nachher und dann hat man einfach eine schöne Bilder nachher. Und die kann man eigentlich fast selber machen, aber das ist ein eigenes Kapitel.
Dieser Index hat aber seine Tücken auch. Das sieht man auf dem nächsten Bild nämlich sehr schön. Da habe ich jetzt das gleiche Feldstück. Voriges Jahr ist da der Winterraps gewesen, von Februar bis April. Da sieht man die Entwicklung relativ schön, wie der Raps relativ früh startet und relativ schön die Biomasse geht. Und unterhalb haben wir noch ein Bild vom Winterweizen aus dem heurigen Jahr, wie das startet und auch relativ leicht die Biomasse zuwächst. Das sind immer alles nur so Momentaufnahmen. Und da muss man immer aufpassen, für was man die Karten eigentlich auch noch hernimmt. Und man muss sich auch immer beschäftigen mit den Karten selber. Weil beim Winterweizen sieht man im rechten unteren Eck einen grünen Anteil. Das ist jetzt nicht die Biomasse, die so steigt. Das ist einfach ein pflanzenbaulicher Fehler gewesen, weil bei der Herbizidbehandlung im Herbst ist der Teilbereich nicht behandelt worden. Dadurch sieht man, er startet früher, ist aber in Wirklichkeit Unkrautmist. Die Daten gibt es relativ oft im Internet zum Runterladen und das kann man relativ gut dort visualisieren. Gut, was für Karten haben wir überhaupt in diesem Bereich? Wo kann man das unterscheiden? Wo kann man die Qualitäten herauslesen? Wie Sie es vorher schon gesehen haben, gibt es da eine Momentaufnahme, Satellitenbild oder Luftbild. Das ist einfach nur ein einziges Bild, das mir zum jetzigen Zeitpunkt einfach sagt, wie die Biomasse jetzt ausschaut. Ich könnte eventuell Verdüngung oder irgendwas anderes heranziehen. Die nächsten Bilder bzw. Zonenkarten nehmen wir sie eigentlich, basieren auf Zeitreihen. Das ist ein entscheidender Faktor. Umso größer die Zeitreihe ist, umso mehr Aussagekraft haben solche Karten. Wir haben begonnen, mit solchen Karten auch zu arbeiten und haben da im Endeffekt Zeitreihen meistens von 10 bis 20 Jahren zurück bekommen und die einfach auswerten lassen. Da ist auch ganz wichtig, gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Manche von diesen Anbietern, von den namhaften Anbietern, sagen auch, unterscheiden das auch, wann werden die Bilder aufgenommen. Und da gibt es eigentlich auch so eine einhellige Meinung auch dazu. Ideal, wenn man extrem trockene und extreme nasse Jahre miteinander vergleicht, da werden die Unterschiede in den Zonen wesentlich deutlicher erkannt. Nur dazu braucht man auch relativ viel Information, was ist auf dem Feld angebaut, wie ist die Fruchtfolge etc., um solche Zeitreihen zu erstellen. Diese Karten sind aber relativ sehr gut und in den Versuchen bei der Innovation Farm wurde solche Karten auch verwendet. Noch die dritte Art ist noch die Kombination mit Bodendaten. Also wenn man noch diese Zonenkarten mit Bodendaten, also analytischen Daten vergleicht, haben die noch eine sehr hohe Aussagekraft. Jetzt war das der Themenkomplex über die Oberfläche, also über die Pflanzen, wie man sie erstellen kann. Die zweite Art, wie man Zonenkarten erstellen kann, ist über die Bodeneigenschaften. Weil mit Satellit, Drohne oder Flugzeug schauen wir uns immer nur die gestockte Fläche oben an, wie das ausschaut. Aber wie wir alle wissen, sagt der Boden sehr viel aus. Und eigentlich der ist ein relativ großes Schlüsselelement für pflanzenbauliche Entscheidungen ist. In den meisten Bodensensorik Tatsachen macht man sich eigentlich eine relativ simple und einfache Logik zunutze. Das ist einfach der Ton- und Sandgehalt. Weil umso höher der Tongehalt ist, umso höher ist die Wasserhaltevermögen, beziehungsweise es gibt ja weniger Wasser her unter den Bedingungen. Und beim Sand ist genau umgekehrt. Es gibt für die Nährstoffgehalte, für die Verdichtungsfähigkeit und für die Bindungsvermögen von den Nährstoffen genauso. Jetzt will ich noch ganz kurz auf Bodensensorik, gibt es im Endeffekt zwar größere Richtungen, was wir haben. Einerseits ist die Leitfähigkeit und die andere Seite ist aber mit Gammastrahlung. Wir setzen auch relativ viel auf Leitfähigkeit und arbeiten damit auch. Da sehen Sie einen Meeresbodensensor. Der funktioniert einfach über die Leitfähigkeit. Da wird die Leitfähigkeit von 0 bis 30 und 0 bis 90 cm gemessen. Das heißt, wir senden da jetzt einen Strom aus und schauen, wie viel Strom auf der anderen Scheibe unten ankommt.
Und dadurch können wir sagen, ist dort mehr Wasser drinnen oder weniger Wasser. Das sind keine Absolutwerte, nur Relativwerte. Und wie die vorige Folie nochmal eingehend erwähnt, umso mehr Ton, umso mehr Wasser ist im Boden, umso höher ist die Leitfähigkeit. Leider ist das Ganze nicht so einfach, weil da relativ andere Faktoren auch noch eine große Rolle spielen, wie die Kationaustauschfähigkeit, die das auch beeinflusst. Nachher ist auf diesem Sensor noch eine Infrarotstrahlung drauf, wo man noch eigentlich die Bodenfärbung misst, vereinfacht gesagt, also die anorganische und organische Masse und ein pH-Wert alle 20 Meter. Die nächste Generation, die zurzeit am Markt ist und auch in Österreich eingesetzt wird, ist mit Gammastrahlung. Das funktioniert so, im Endeffekt geht man davon aus, dass jedes Element eine unterschiedliche Strahlung hat und die misst man noch an. Der Vorteil von dem System ist, das ist eine reine berührungslose Sache. Er kann nachher mehrere Stufen messen, also mit so einer Überfahrt kann man bis zu 20 verschiedenen Ebenen erheben, also von der Bodenstruktur anfangend über Nährstoffversorgung, Stickstoff, Phosphor, Kali etc. Wichtig ist aber, alle Bodensensoren ohne eine Bodenbeprobung bringt das Ganze nichts. Und jeder Sensor muss mit einer Bodenbeprobung kalibriert werden. Wir reden aber jetzt nicht von einer Bodenbeprobung, Grunduntersuchung, NBK, ganz einfach, sondern wirklich, es müssen Ton-, Sand- und Schluffanteile erhoben werden und auch die Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe. Gut, jetzt kommen wir mit, wie entstehen solche Bodenzonenkarten in Wirklichkeit? Diese Annahme kann man eigentlich für Satellitenbilder oder NDVI-Bilder auch ableiten. In Wirklichkeit haben wir eine relativ hohe Anzahl an einzelnen Punktmessungen. Bei dem Feld sehen Sie es jetzt 21.000 Werte pro Ebene. Also in dem Fall, glaube ich, bei dem Feld haben wir über 60.000 oder 80.000 Einzelwerte gehabt. Wenn man diese Werte mal sie betrachtet, muss man davon ausgehen, wir haben Messfehler drin, wir haben Messlücken drin und alles andere auch noch dazu. Das muss man eigentlich alles berücksichtigen und nachher auch sagen, okay, wie kriege ich die Messfehler raus? Das wird alles statistisch bereinigt und im Endeffekt bearbeitet. Das ist einmal der wesentliche Schritt. Aus diesen bereinigten Daten kriegt man mal so Zonen. Und aus diesen Zonen muss man aber schauen, okay, wie kann ich diese Zonenwerte mit Leben befüllen? Und das geht nur mit einer Bodenbeprobung. Wir arbeiten in der Hinsicht so, dass wir sagen, okay, wo ist der optimale Bodenprobenpunkt? Das wird auch statistisch ermittelt, in Zusammenarbeit mit Neoneum Research. Und wir sagen, okay, dieser Punkt spiegelt diese Zone optimal wider. Und an diesem Punkt werden auch Bodenproben genommen. Wie schon erwähnt, relativ ausführliche Bodenproben. Und nachher kommen wir zu unserer Bodenzonenkarte. Diese Bodenzonenkarte mit den Analyseergebnissen verschnitten, ist noch das Kernelement. Das ist für alle weiteren Applikationskarten. Ich muss einmal unterscheiden, eine Zonenkarte ist im Endeffekt unser Grundgerüst und die Applikationskarte ist noch für den spezifischen Anwendung, Saat, Düngung oder Pflanzenschutz, die traktorlesbare Variante. Und jetzt kommt nämlich die große Krux dran. Jetzt haben wir die Zonenkarten mit den Analyseergebnissen, aber was muss ich machen? Und da ist der entscheidende Punkt pflanzenbauliches Wissen und die Erfahrung des Betriebsleiters vor Ort. Ihr probiert ein relativ simples, einfaches Ergebnis zu zeigen, wo man schon ein bisschen ahnen kann, wie komplex die ganze Geschichte ist. Kalkung, je nach Bodenort und pH-Wert, ist jedem bekannt, dass jede Bodenort unterschiedlichen optimalen pH-Wert hat. Links sehen Sie im Endeffekt unterschiedlichste pH-Werte eines Feldes und rechts standardisierte Empfehlung des Kalkbedarfs. Das ist in dem Sinn eine Fläche, die relativ tonigen Lehm hat, also ein schwerer Boden ist. Und da wäre der optimale pH-Wert um die 6,5 bis 7. Wir sehen da auf der linken Seite, dass man ein paar
Punkte haben, die dem pH-Wert entsprechen. Und haben aber relativ sehr viele Punkte, die bei 5,2 sind. Das wird noch heißen, im Endeffekt, wir brauchen da 105 Dezitonnen Kalk auf dieser Fläche. Nun muss man eigentlich im Endeffekt verschneiden, die zwei Sachen miteinander und sagen, okay, wo gehört mehr oder weniger hin? Und dies ist bei den Kalken hier noch relativ einfach. Wenn wir noch in die Düngung reingehen, mit pflanzenverfügbaren Phosphor und Kali, wird es nur interessanter. Im Endeffekt, die Saatstärken beim Mais ist es auch ein eigenes Themenkomplex. Wir beziehen sie da meistens auf nutzbare Feldkapazitäten, dass wir Wasserhaushalt mit berücksichtigen. Aber das ist eines der entscheidendsten Sachen. Die Zonenkarten sind ein wichtiges Instrument, aber der pflanzenbauliche Wissen und die Erfahrung des Landwirtens ist es um und auf dabei. Nachher kommt noch ein riesengroßer Themenkomplex, Software und die Herstellerterminals. Es gibt einige Softwaren, die alles Mögliche versprechen. Was ist relativ wichtig für den Landwirten? Eine einfache, gute Bedienung. Das muss immer entscheidend sein. Also da sehen Sie, in der Innovation Farm wurde die Software auch verwendet von Geokonzept, die Farminfo, die relativ einfach und übersichtlich ist. Man hat farblich die Zonen markiert und kann aber händisch noch die Aussaatstärke eingeben. Das soll relativ einfach auch verfügbar sein für Landwirte ohne Führaufwand. Und aber der größte und entscheidendste Teil bei der Software ist die Datenformate, die ausgegeben werden. Jeder sagt, ISO-XML ist universal lesbar. Ja, es ist lesbar, aber im Bereich der Applikationskarten gibt es da sehr viele Unterschiede. ISO-XML selber an sich gibt es vier verschiedene Varianten. Es kommt öfters vor in der Praxis, dass man sagt, okay, ISO-XML 4, die Maschine kann das lesen. Aber ich habe selber erfahren, es gibt da Maschinen, die schon länger am Markt sind, seit 5, 6 Jahren oder noch länger, die können nur ISO-XML 2 verarbeiten und lesen. Die wurden nie softwaretechnisch abgedatet. Darum, da muss man sich ein bisschen beschäftigen damit. Trimble zum Beispiel braucht ein eigenes Datenformat mit einer eigenen Datenstruktur. John Deere braucht für die Polygone, Außengrenzen ein eigenes Datenformat, liest aber wieder Shape-Dateis, die in einem RX-Ordner liegen müssen. Horsch will zum Beispiel wieder eine Shape-Datei, die auch wieder in einem eigenen Ordner liegen müssen. Das sind alles so Sachen, die ganz entscheidend sind. Also man braucht eine gescheite Software und vom Hersteller, welche Dateien man braucht. Gut, aber wir praktizieren jetzt mit Bogner und anderen Landwirten auch seit 2018 die Maisaussaat. Im optimalsten Fall funktioniert es. Und da will ich aber nur einen praktischen Tipp auch noch geben, die Leute, die sich daran überlegen, wenn Sie mit Applikationskartentechnik anfangen wollen, nehmen Sie sich Zeit. Nicht so, dass man sagt, okay, heute will ich Mais anbauen, jetzt will ich mir einfach eine Karte und probiere es aus. Lieber Zeit nehmen, 2 Wochen vorher probieren, kommuniziert das alles nachher mit dem Hersteller vom Parallelfahrsystem, mit dem Hersteller von der Maschine, die telefonieren. Wir haben auch so angefangen, wie wir das erste Jahr das gemacht haben, haben wir Leute von Geokonzept da gehabt, wir haben auch Leute vom Hammerschmidt da gehabt und da hat das relativ gut funktioniert. Wir haben Düngung schon ausprobiert, wir haben auch Kartoffellegen ausprobiert schon, obwohl das fraglich ist, aber ist ein anderes Thema. Düngung. Ich habe extra jetzt keinen Düngerstreuer gewählt für die Düngung, sondern einen Düngergrupper. Der hat für mich den Vorteil, wir haben eine relativ geringe Arbeitsbreite und können den Dünger relativ niedrig in den Boden einbringen. Schleuderstreuer sind halt bei unseren Arbeitsbreiten manchmal ein bisschen gefährlich mit den 30 Meter, wie das nachher funktioniert. Darum, ich bin ein relativ guter Freund von Düngegruppen. Wir werden jetzt gleich mit dem nächsten Vortrag von Florian Krippel von der Innovation Farm anschließen. Er wird jetzt alles über die Technik dazu erklären. Ich glaube, das ist auch wieder
ziemlich was Umfangreiches. Florian, ich würde da gleich das Wort übergeben. Ich glaube, ich muss jetzt stoppen, damit du die Bildschirm teilen kannst. Ja, bitte. Einmal herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich hoffe, man sieht den Bildschirm und man versteht mich halbwegs gut. Wie schon erwähnt, arbeite ich bei der Innovation Farm, wo sich wir eigentlich mit neuen Technologien und Techniken für die Zukunft für Landwirtschaft 4.0 beschäftigen und die im Ziel dann für die Landwirtschaft, für die Landwirte greifbar machen. Mein Hauptbeschäftigungsbereich ist die Düngung. Das heißt, wir haben damit gemeinsam mit der Firma Amazone schauen sie wir Grenzstreusysteme im Detail an. Speziell und evaluieren wir die Applikationsgenauigkeit im Randbereich auf 18 und 36 Meter, um dann Aussagen treffen zu können, rentiert sich ein Grenzstreusystem? Wenn ja, welches für welche Betriebsstruktur, für welchen landwirtschaftlichen Betrieb? Weil da eigentlich ziemlich viel Spielraum nach oben noch ist. Was geht es im heutigen Teil? Kurz zur Technik, Düngerstreutechnik allgemein, dann in weiterer Folge, wie schaut es mit der Streugenauigkeit aus, wie kann ich es ermitteln, wie kann ich es dann im weiteren Folge korrigieren und was sind meine Einflussfaktoren darauf und welche digitalen Werkzeuge in der heutigen Technik unterstützen mich dabei und machen mir die Düngung einfacher. Fangen wir gleich mit der Technik an. Pneumatikstrahler sind meist verbreitet, zwar eher weniger, aber es sind doch in der Anwendung. Das heißt, ein großer Vertreter ist der Rauch Aero in diversen Arbeitsbreiten. Das heißt, wenn man zentrale Dosierung und mittels einem Luftstrom wird dann der Dünger zu den jeweiligen Krümmer transportiert und somit exakt appliziert. Der Vorteil davon ist, wir sind relativ windunabhängig und können, wie wir es von der Feldspritze kennen, eine Teilbreitenschaltung bzw. eine High-End-Ausstattung, Einzeldüsenschaltung in der Richtung machen. Wie man es rechts im Bild sieht, können wir auch kleine Feinheiten steuern. Das heißt, dass wir in der Fahrgasse keinen Dünger applizieren und somit quasi Düngeeinsparungen haben, ist zwar nur ein ganz kleiner Bereich, aber er ist möglich. Nachteil von dem Ganzen ist neben den Kosten auch das Gewicht. Das heißt, das komplette Balken, das komplette Gestänge ist ein Gewichtsfaktor. Und mit den Kosten ist dann wieder Frage der Auslastung. Der Technik gegenüber steht die bekannte Zentrifugaltechnik. Das heißt, wir haben da Amazone, Rauch, Bockpalle, die ganzen gängigen Firmen. Das heißt, wir unterscheiden da jetzt je nach der Drehrichtung der Scheiben ins Off-Center. Das heißt, die Streuscheiben drehen nach außen, wie zum Beispiel eine Amazone ist. Das heißt, wir schaffen dann, wie es bei einem Zweifachüberlappung, also wenn wir da Viere fahren, wir werfen bis zur nächsten Fahrgasse theoretisch und beim Rückfahren werfen wir wieder um, das heißt, wir haben eine Doppelüberlappung. Der Bockball in Form in einem In-Center-System, das heißt, die beiden Scheiben drehen nach innen. Dadurch überlappt sich die linke und die rechte Streuscheibe, das heißt, damit schon mal Doppelüberlappung. Fahren wir jetzt in der nächsten Fahrgasse wieder entgegengesetzt, haben wir quasi eine Vierfachüberlappung. Das hat den Vorteil, das heißt, die sind speziell bei schlechten Düngerqualitäten nicht so anfällig, weil wir einfach öfter eine Überlappung haben und somit exakter den Dünger applizieren können. Wie schaut jetzt allgemein optimales Strahlbild aus? Das heißt, wie schon erwähnt, haben wir da jetzt unsere Arbeitsbreite von 15 Meter zum Beispiel. Das heißt, unser Fahrgassenabstand ist 15 Meter. Wir werfen aber 30 Meter. Das heißt, jede Scheibe wirft in unserem Fall 15 Meter. Und unser Ziel ist, dass wir bei der Arbeitsbreite 50% haben. Das heißt, bei 15 Meter haben wir außen 50% der Düngermenge, fahren wir in der nächsten Fahrgasse wieder entgegengesetzt, haben wir die zweiten 50% und im Ziel haben wir dann kontinuierlich über die ganze Arbeitsbreite 100% der Düngermenge ausgebracht. Entscheidende Faktoren sind natürlich neben der Symmetrie und der Homogenität für den Abfall der Kurven die gleichmäßige Verteilung links und rechts, dass wir somit ein homogenes Streubild und in weiterer Folge einen homogenen Bestand unabhängig von den Bodeneigenschaften erzielen können. Wie schaut es in der Praxis aus? Die klassische Streuschale, da ist jetzt ein bisschen übertrieben oder ein bisschen ins Detail getrieben. Das ist für uns ein Versuch, wo wir die Grenzstreusysteme untersuchen im Randbereich. Das heißt, wir legen Schalen auf, strahlen drüber und wägen dann das Gewicht ein. In der Praxis wird es so ausschauen, das war für uns für einen Streuversuch, wo wir Mischdünger und Volldünger verglichen haben. Das heißt, wir haben da von der Fahrgasse weg in 3 Meter Abständen
Streuschalen aufgelegt, die dann drüber gestreut ist, also schaut dann so aus, den Dünger dann verwogen und aufgezeichnet. Als zweite Variante sieht man da jetzt rechts Streumatten, da kommen wir gleich drauf. Das ist das System Amazon EasyCheck, das heißt, die Kunststoffmatten haben kleine Lupen drauf. Der Dünger wird dadurch aufgefangen und dann durch Fotografieren mit der Handy-App von Amazone wird der Kontrast gebildet und die Bedeckung quasi errechnet. Wenn man das dann oben, wie es da jetzt vor, das heißt, wenn da vier Balken dann fertig, dann kann ich eigentlich sofort sagen, okay, wo mehr Dünger, wo weniger Dünger, fehlt mir Außendünger. Da kann ich darauf reagieren. Das Gleiche bekomme ich dann eigentlich auch mit den Gewichten heraus. Entscheidend ist natürlich, was mache ich damit, die Zahlen, mit den Werten, was ich habe. Das heißt, Vergleichsparameter ist der Variationskoeffizient. Das heißt, wir berechnen die prozentuale Abweichung vom Mittelwert zwischen zwei Fahrgassen im Normalstreusystem. Das heißt, wir fahren ganz normal in der Fläche mit Normalstreuen drüber, nehmen die Werte auf und können somit eigentlich einen Faktor berechnen. Da gibt es natürlich wieder Richtlinien und Bewertungen. Und wenn wir da unter 15% Variation der Werte liegen, ist laut der DLG als befriedigend zu bewerten. Sind wir in einem Bereich unter 5%, ist es sehr gut. Jedoch aufgrund von Umweltfaktoren in der praktischen Landwirtschaft ist es extrem schwierig, dass wir unter 5% kommen. Wir haben bei unseren Versuchen, wo wir eigentlich komplette Genauigkeit mit Streuhalle, direkter Kontakt und lauter Spezialisten, da waren wir auf 5-6% gekommen. Da war es windstill, aber wirklich 0 Meter pro Sekunde gehabt. Das im Machfeld, also in einem sehr windigen Gebiet, eigentlich eh zur Ausnahme gehört. In der Praxis sind wir, sagen wir, bei 7-8% VK, was auch schon sehr gut ist. Wir haben da jetzt das Beispielwert hergenommen, das heißt, wir haben da jetzt 15 Meter Arbeitsbreite, Fahrgasse, und haben da eigentlich einen Abfall von unserer Düngemengen. Das heißt, wir streuen, wenn da unsere Arbeitsbreite aus ist, bei 7,5 Meter, das heißt, wir streuen außen weniger Dünger. Das heißt, wir haben dann in dem Fall ein VK von 32%, was eigentlich weit weg vom Soll ist. Und das schaut dann in weiterer Folge erst so aus, das heißt, die haben die technische Streifenkrankheit, das heißt, wir haben da in dem Bereich, im hellen Bereich, eine Unterversorgung, das heißt, die Ertragsverluste, und im mittleren Bereich, weil der Dünger muss irgendwo hinkommen, haben wir da eine Überversorgung, das heißt, im schlechtesten Fall ist ein Lagergetreide und wieder Minderträge, eben weil wir den Dünger nicht gleichmäßig verteilt haben. Was habe ich jetzt für Einstellmöglichkeiten, dass ich ihm dem entgegenwirke? Natürlich, glaube ich, grundsätzlich die Anbauhöhe und Neigung ist bei den heutigen Streuer ein großes Thema, die Scheibendrehzahl. Mit der bestimmen wir auch in weiterer Folge die Wurfweite. Falls das Düngerstreuer schon hat, die Schaufelstellung und die Länge verändern in Form von Teleskop ein- und ausschieben. Und bei den neueren Streuer ist ein Leitsystem verstöhnt. Das heißt, wir schwenken eigentlich nur den Aufgabepunkt, wie es da jetzt schematisch dargestellt ist, auf die Scheibe verändert man. Dadurch verändern wir, wie lange der Dünger in der Streuschaufel bleibt, und somit verändert die Beschleunigung in weiterer Folge die Abschussgeschwindigkeit, was dann sich in die Wurfweite auswirkt. Das heißt, das kann eigentlich auch sehr gut zum Keilstreuen anwenden oder wird angewendet. Das heißt, will ich einen Keil ausstreuen, finde ich den Aufgabepunkt der Scheibe in Kombination mit einer Scheibendrehzahlreduktion und kann somit eigentlich exakt den Keil herausstreuen. Was haben wir jetzt noch für Einflussfaktoren auf die Querverteilung? Klar, die Maschineneinstellungen, wie schon erwähnt. Dann natürlich ein großes Thema ist der Wind. Neben der Windstärke, die Windrichtung, das heißt, kommt es mal frontal auf den Traktor oder von hinten vierer, wird der Einfluss nicht so eklatant sein, wenn er, wie er da jetzt simuliert, im rechten Winkel ist, kommt. Das heißt, wir haben da unten einen KS oder einen RC gestreut, der Wind kommt mit 4 Meter pro Sekunde von links, ist noch nicht wirklich drastisch ein großer Fehler, haben wir jetzt fast das Doppelte, 6-7 Meter pro Sekunde, sehen wir eigentlich da, dass wir links 46% von der Traktormitte haben und rechts 54%. Das heißt, wir streuen tendenziell nach rechts und das ergibt dann irgendwo 12% Streufehler. In der Praxis ist es oft so unumgänglich, wenn wir mit dem Wetter spielen und ein bisschen witterungsabhängig sind bezüglich Regen und auch oft
von der Lokalität her, wenn ich sage jetzt eine Sanimark-Felder zu Hause, wo es eigentlich immer der Wind geht, dann wird es schwierig sein, dass man im Bereich von 4-5 Meter pro Sekunde überhaupt runterkommt. Wobei es in anderen Gebieten, wo ich vielleicht ein bisschen geschützter bin aufgrund von Waldungen und andere Sachen, relativ einfach ist, wenn ich über die Tageszeit beispielsweise am Abend die Düngung durchführe. Das nächste ist Bodenunebenheiten, haben natürlich auch einen großen Einfluss auf meine Strahlblüte. Das heißt, kann ich meinen Düngerstrahl konstant parallel zum Boden führen und auch von der Neigung her konstant halten, ist das der Effekt der Düngung besser. Eine große Thematik ist die Düngerqualität. Neben einem spezifischen Gewicht die Korngrößenverteilung, weil es ist ein großer Unterschied, ob jetzt ein Harnstoff, der auch relativ leicht ist, strahlen will oder jetzt ein K ist oder ein AC. Des Weiteren ist er, habe jetzt viel große Körner und kleine Körner, also ganz kleine Körner, dann fliegen wir die großen Körner weiter als die kleinen. Das heißt, die wir im Bereich vom Traktor mehr die kleinen haben und ganz außen die großen Körner liegen haben auf der Holzbreite und dann im Mittelbereich wird es ein bisschen dünner schauen. Neben denen ist auch die Stabilität ein wesentlicher Faktor. Wenn wir jetzt auf Arbeitsbreiten von 30, 36 Meter gängen, kommt da eine Kraft und eine Wucht auf die Düngerkörner auf der Scheibe und dementsprechend müssen die ja stabil sein, sonst splittern die mir und ich produziere eigentlich nur einen Staub, der wo sie eigentlich nicht bis nach außen transportiert werden kann. Speziell im Frühjahr ist auch die Feuchte, das heißt die Luftfeuchtigkeit und die Lagerfeuchtigkeit, ein großes Thema. Das beeinflusst natürlich mir auch die Eigenschaften, die Fließeigenschaften und die Flugeigenschaften. Und darum ist es eigentlich ratsam, wenn wir keinen Wiegestrahl haben, der was aktiv die Menge anpasst, dass wir laufende Kalibrationswerte erneuern oder eben die Einstellungen anpassen. Da kommen wir schon zum nächsten. Die meisten werden es eh kennen. Links, also wir schrauben die Strahlscheiben über, legen Rutschen drauf und fangen in einer gewissen Zeit den Dünger auf und können somit quasi über der Sämaschine Abdeprobe durchführen. Die rechte Variante gibt es den Beutel und das gleiche System, das heißt, wir erfassen die Durchflussmenge. In dem System kann ich relativ rasch und einfach meine Düngemenge anpassen auf die gegebenen Bedingungen. Bis der Beispiel ist, wir fangen in der Früh an, im Februar, März um 7 Uhr. Wir haben relativ hohe Luftfeuchtigkeit und strahlen den ganzen Tag durch und Nachmittag um 2 oder 3 Uhr haben wir eigentlich Sonnenschein und die Luftfeuchtigkeit geht runter. Das heißt, der Dünger wird sich auch irgendwo damit anpassen. Somit muss ich auch meine Streueinstellungen dementsprechend anpassen. Haben wir jetzt in unserem Fall ein Beispiel von vorher, wo wir die Streifenkrankheit gehabt haben, die Scheibendrehzahl erhöht und das Einleitsystem von mir ist angepasst, dass der Dünger mehr beschleunigt wird, haben wir dann quasi diese Verteilung. Das heißt, wieder 0 ist mehr vergossen, 15 mehr nächste vergossen. Das heißt, die haben da eigentlich ziemlich eine gute Querverteilung jetzt aktuell und haben dann am VK von 5, wo es nachdem noch sehr gut, also gut bis sehr gut zu bewerten ist. Ist jetzt ein bisschen einfacher als Beispiel, oft ist es ein bisschen trivialer, aber ich glaube, es simuliert oder zeigt die Einstellmöglichkeiten relativ gut auf. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen in der Fläche exakt den Dünger platzieren oder auch bei der Teilfläche in die Thematik einsteigen, ist auch der Randbereich oder der Grenzbereich oft ein großes Thema, wo man den Dünger exakt platzieren will und da keine Minderträge einfahren will. Darum gibt es einige Kleinstreusysteme. Ich fange da jetzt gleich mit den einen an von der Firma Bockballe. Das heißt, wir drehen die Drehrichtung um und dadurch wird quasi der Dünger über den kürzeren Grenzstreuschaufel geleitet und somit durch eine Drehzahlreduktion kann ich dann den Dünger exakt auf der Grenze platzieren. Wir haben dann noch zwei Varianten, das heißt, wir fahren die ersten vorgossen und strahlen zur Grenze, der violette Fächer. Zweite Variante ist, wir strahlen von der Grenze weg, das heißt, wir fahren am Feldrand, machen den rechten Schuber zu, die rechte Dosieröffnung und strahlen in die Fläche hinein. Hat den Vorteil, dass sagt, wir können exakt auf der Grenze den Dünger ausbringen mit annähernd 100% der Düngermenge. Das heißt, wir bringen eine richtig schöne vertikale Kanten zusammen im Streubild. Hat den Nachteil, wir haben eben ein vergossen mehr am Rand, was dann wieder weiter zu berücksichtigen ist bei der Spritze und bei den ganzen anderen Anbaugeräten. Was haben wir dann noch? Den weit verbreiteten Streufächer, das heißt Limit oder Telemat. Das heißt, wir lenken die Flugbahn von Dünger mechanisch über die Leibfläche um. Ist eine weit verbreitete
Variante, weil es relativ einfach und kostentechnisch interessant ist. Problematik ist aber darin, durch die mechanische Einwirkung beschädigen wir meist den Dünger, das heißt, wir zersplittern ihn, jetzt entsteht der Staub und der Staub wird dann, bleibt dann in 1 bis 2 Metern neben dem Traktor liegen, das heißt eben der Streukurve am Peak, und genau die Menge fehlt mir dann ganz außen auf der Grenze. Das heißt, wir haben da keine gute Verteilung. Speziell bei große, haben wir gesehen, bei große Arbeitsbreiten, das ist bei 36 Meter, haben wir mit dem System eigentlich, ist die Grenze vom System erreicht. Die zweite Variante ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt oder in Verwendung, der hydraulische Scheibenantrieb. Das heißt, wir können eigentlich jede Scheibe einzeln ansteuern und können dann durch reine Drehzahlreduktion sie an die Feldgrenze anpassen und quasi zur Feldgrenze den Dünger applizieren. Dann haben wir noch ein System für Amazonen, das heißt, wir verändern die Schaufelgeometrie. In dem System dann mit Normalstreuen, das heißt, der Dünger wird auf die lange Wurfschaufel geleitet. Schwenken wir jetzt den Bereich nach vor auf den kurzen Grenzstreuflügel, wie es in dem Bild ist, und reduzieren wir die Drehzahl und Mengen, können wir eigentlich aus der Kabine aus mit der kleinen Elektromotor die Verdrehung realisieren und exakt den Dünger auf der Grenze oder beziehungsweise zur Grenze ablegen. Wir werden also bei dem System wieder noch der Aufgabepunkt verändert. Das heißt, wir verstehen eigentlich alle möglichen Parameter, was wir vorher erwähnt haben, so, dass wir auch ziemlich konstante Menge und an den 100% der Düngemenge im Bereich der Grenze liegen haben, ohne dass wir eine große Mengen über die Feldgrenze hinaus applizieren. Die nächste Variante, die wir vorher schon gesagt haben, also von der Grenze weg, ist da der Grenzstreuschirm von der Firma Amazone. Das heißt, wir machen rechts den Schuber wieder zu, schwenken links die Leibbleche wieder ein und fahren quasi mit 50% der Düngemenge neben der Grenze und fahren in der normalen Fahrgassenspur wieder entgegen und können somit eigentlich eine richtige scharfe Kanten erzielen. Bei uns bei der Versuche war es so, dass wir eigentlich bei 18 Meter, sagen wir mal, innerhalb von 100 Meter, 1 Meter neben der Grenze 100% der Düngemenge liegen gehabt haben und innerhalb von 1 Meter ist dann runtergefallen von 100 auf 2%, 3%. Das heißt, es ist dann im Diagramm eine richtige, wie auch geschnitten, kann man sagen, was ich eben, wenn ich zur Grenze strahe, systembedingt und aufgrund der physikalischen Grundgegebenheiten schwierig realisieren kann, außer über einen pneumatischen Schrauber. Was haben wir jetzt für digitale Werkzeuge, die mich in der Düngerapplikation unterstützen? Das heißt, wie schon erwähnt, die automatische Mengenanpassung. Die meisten von euch werden einen Wiegestreuer kennen oder möglicherweise sogar besitzen. Das heißt, wir haben eine Wiegezelle, das heißt, wir messen den Durchfluss pro Minuten und können somit eigentlich die Dosieröffnung ansteuern. Das heißt, geht zu viel aus, wird zu viel Dünger ausgebracht, macht er automatisch den Schuber zu oder reduziert die Öffnung und das Ganze in die andere Richtung. Die zweite Variante ist, wir messen das Drehmoment auf dem Antrieb von der Streuscheibe und können dadurch auch wieder die Mengenregulierung durchführen. Hat den weiteren Vorteil, das heißt, habe ich eine Verstopfung, habe ich keinen Widerstand auf der Scheibe, warum auch immer, wird mir eine Meldung angezeigt. Das heißt, ich habe quasi weniger Störfaktoren bei der Düngerausbringung. Das nächste ist, was vielleicht ein Thema ist, das heißt die Windanpassung, das Windcontrol von der Firma Amazone deutzt. Das heißt, der Windgeschwindigkeitssensor misst die Windstärke und die Richtung und steuert somit eben die Position des Einleitsystems, um eben den Seitenwind anzupassen. Es geht bis zu einem gewissen Grad, ob man einer gewissen Windstärke ist, natürlich die physikalische Grenze gesetzt. Mit dem Tool und auch mit dem rechten Bild, wo wir eben mit Radarsensoren, die überall unter vor der Strahlscheibe sitzen, das Düngerbild laufend scannen, mehrmals in der Sekunde, können wir auch wieder so das Strahlbild anpassen. Und mit den beiden Systemen können wir eigentlich laufend optimale Querverteilungen oder Streubilder erzielen, weil wir eben jeweilig sekundengenau quasi die Einstellwerte anpassen und variieren je nach Gegebenheit.
Das beste Beispiel ist halt, wenn wir jetzt auf den Acker fahren. Das heißt, wir haben eine Kuppe und eine Senke. Auf der Kuppe oben wird der Wind stärker wehen als in der Senke unten. Das heißt, das System korrigiert eigentlich die Einstellungen laufend. Was ich bei einer mechanischen oder bei einer manuellen Einstellung muss ich irgendwie einen Mittelweg finden. Und somit habe ich eigentlich mit den Systemen die Effizienz gesteigert. Wir kommen jetzt zur Bedienung. Das heißt, wir haben da jetzt ein Amazon-Display, EasyBoost-Display, Amatron 4 links. Das heißt, wir haben da eigentlich alle Maschinenparameter drin. Wir können Düngerparameter einspeichern und können auch in weiterer Folge Applikationskarten damit abstreuen. Da kommen wir gleich später nochmal darauf dazu zu sprechen. Die zweite Variante, was wir da jetzt da bei uns Innovation Farm haben, das ist die Bockballe. Das heißt, wir haben links unser normales Display, wo wir einen normalen Düngerstreuer bedienen können. Wo wir jetzt Applikationskarten streuen oder noch Applikationskarten in Dünger ausbringen, gibt es von Bockballer die Navi-App. Das heißt, die wird einfach am Handy gedownloadet. Die spielen wir Applikationskarten auf, die wir vorher, wie es der Philipp schon erwähnt hat, mittels Terrazzo erstellt haben. Ist Tablet oder das Handy, verbindet sie über Bluetooth. Dann mit dem Terminal und gibt dann die Werte vor. Das heißt, von mir haben wir wahrscheinlich dann einen Standard am Tablet, beziehungsweise wenn wir geschwindigkeitsabhängigen Düngerstreuer haben, haben wir sowieso eine GPS-Antenne verbaut. Das Entscheidende ist, ob ich auf die Frage gekommen ist, wie importiere ich die Applikationskarten ins Terminal. Da gibt es mehrere Varianten und Probleme, leider noch. Das heißt, wie mehrere Datenformate. Das heißt, eben das Shape, wie es eben Terrazzo macht oder wenn ich es händisch mache mit QGIS, die ich exportieren kann. Das heißt, zum Beispiel mache ich jetzt mit Terrazzo ein Shape, kann ich sowohl bei Amazone als auch bei der Bockball App importieren. Das heißt, es geht darüber über USB-Stick bei einem Amazone-Terminal. Oder über einen internen Speicher bei der Navi-App. Das heißt, das ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, ich schicke mir das per E-Mail, so auf den internen Speicher in die Ordnerstruktur rein, verschieben und Druck auf Importieren und das Ganze ist da und funktioniert. Die zweite Variante ist ISO-XML, ist ein bisschen komplexer. Und dafür ist Amazon-Terminal ein bisschen zuverlässiger. Da gibt es dann einen kostenlosen Müller-Online-Converter, das ist eine Web-Applikation, das heißt, man importiert in den Converter das Shape und der exportiert das dann als ISO-XML. Rechts unten sieht man die Amazon-Oberfläche, das heißt, man hat eben ISO-XML-Import und Export. Fürs Shape gibt es dann ein eigenes Untermenü, weil da gibt es relativ gute Anleitungen dazu, wie man das importieren kann. Hat man jetzt natürlich, wie es der Philipp vorgesagt hat, keinen Düngerstreuer, der die Techniken hat, gibt es natürlich für uns die Gieselab, wie schon erwähnt, wo man eigentlich relativ einfach die Teilflächendüngung via Smartphone oder Tablet durchführen können. Das heißt, wir haben da jetzt unser Versuchswert, haben da Applikationskarten erstellt und wenn wir da jetzt durchfahren, wird zur jeweiligen Zone die Düngemenge angezeigt. Das heißt, ich kann dann manuell oder je nach Terminal, was ich habe, die Schiebeöffnung steuern und so auch teilflächenspezifisch düngen oder wenn ich Erfahrungswerte habe und das ein bisschen ausrechnen, eben die Fahrgeschwindigkeit in Form von einer Luststellstufe oder einem stuflosen Getriebe anpassen und somit die Düngemenge variieren. Was sind die Schlussfolgerungen für meinen Vortrag in der Kürze? Das heißt, habe ich jetzt ein optimales Streubild und eine homogene Verteilung, kann ich in weiterer Folge einen optimalen oder einen homogenen Pflanzenbestand erzielen, wenn man jetzt die Bodeneigenschaften außen vorstellt. Die Düngerqualität und speziell die Umwelteinflüsse wie Wind und dergleichen beeinflussen die Verteilung. Dementsprechend gibt es Systeme oder Techniken dazu, wie man auf die reagieren kann. Durch moderne Techniken oder digitale Werkzeuge kann man die Effizienz und die Genauigkeit der Ausbringung erhöhen und erleichtern. Und was, glaube ich, für die meisten interessant ist, durch smarte und kostentechnisch niedrige Apps kann man teilflächenspezifische Düngung einfach und für jedermann zugänglich machen. Und somit kann es eigentlich jeder auf seinem Betrieb umsetzen, weil in der heutigen Zeit sage ich mal, jeder Smartphone
auf der die App funktioniert und somit die Düngung durchführen kann. Das war in aller Kürze der Vortrag von meiner Seite. Wenn es jetzt Fragen gibt, können wir die gerne diskutieren. Bitte um Fragen. Also wie gesagt, wenn Fragen da sind, einfach Mikrofon einschalten und Fragen stellen. Ja, nach so einer Flut von Informationen ist dann noch schwierig, dass noch Fragen übrig bleiben. Ja, wie es ausschaut. Aber ist alles erschlagen. Ist alles gesagt worden. Sehr gut. Ja. Na gut, wenn das so ist, dann möchte ich mich bei dir, Florian, recht herzlich bedanken für den doch informationsreichen Beitrag. Warte, ist glaube ich gerade eine Frage gekommen oder im Chat? Im Chat. Ja. Düngematten, Streuschalen. Unterschied bei Verlässlichkeit. Ja, also, so ich glaube ich an. Ja. Ja, prinzipiell ist es so, das heißt bei der Düngermatte, bei der Kunststoffmatten, wo wir eigentlich nur prozentuale Vergleichbarkeit, die Düngerschale zeichnet dadurch aus, dass ich das Gewicht und habe auch dementsprechend meinen Staub dabei und kann es detaillierter auswerten, speziell wie es bei uns ist beim Versuch. Das Amazon EasyCheck, was wir da angeredet haben, ist ja prinzipiell nur fürs Normalstreuen in der Fläche gedacht, eben dass ich meine vier Balken habe und dann sage, okay, ich habe außen weniger Dünger, innen mehr. Und es gibt mir dann quasi gleich direkt, wenn ich meine Düngersteuer, also Einstellungen und mein Modell eingibt, meine adaptierten Einstellwerte an. Das heißt, ich mache ein Foto, scanne das an und die sagt mir sofort meine neuen Einstellwerte, dass ich eben das realisieren kann, die gleiche Verteilung. Ich hoffe, das war kurz und knappig die richtige Antwort. Dankeschön. Darf ich noch eine Frage stellen? Reinhard Hermannsdorfer ist hier. Hallo Reinhard. Servus Florian. Danke für den profunden, guten Vortrag. Frage hätte ich zu dieser Gisela-App. Genau. Ich brauche als Anwender lediglich ein Smartphone. Es gibt dann eine App. Da wäre die Frage, ist die kostenlos oder kostenpflichtig? Die ist kostenlos. Und das Einspielen einer Karte oder also einer Applikationskarte, das war mir dann auch ein bisschen zu schnell, also habe ich nicht ganz mitbekommen, wie funktioniert dann die Information, dass ich es mal am Handy zumindest habe. Ja, prinzipiell, du erstellst deine Applikationskarten mit dem QGIS, Terrazzo, je nachdem, dass du die Applikationskarten im Shape-Format vorhanden und genauso wie bei der Navi-App schickst das du im einfachsten Fall über das Handy, über E-Mail. Speichert das intern am Gerätespeicher in die Gisela-App eine. Da gibt es ja eine eigene Ordnerstruktur, wo du es hinschieben musst. Und dann in der App drinnen kannst du einfach importieren, weiß nicht, Applikationskarte Hausacker. Und die Karten ist da. Aktivierst du einen Standort, dass du weißt, also die App weiß, wo du bist und du durchfährst den Acker und kannst somit das anpassen. Okay, eben, ich gehe also mit plus minus 5% Schritten am Düngerstreuer. Ja, das kannst du dann selber einstellen. Wirst du es hast, du kannst die anpassen, du kannst dann die Düngerstufen kannst du selber variieren und einstellen in Terrazzo. Das heißt, wenn du jetzt hast 10% Stufen, stößt das auf dein Rauchdisplay oder auf dem Amatron 3 oder was du halt eben hast, ein. Oder eben, wie gesagt, variierst die mit der Fahrgeschwindigkeit, ist halt ein bisschen, musst halt erst ein bisschen rechnen, okay, was habe ich für einen Gangübersetzungssprung, wie viel Geschwindigkeit mache ich dann mehr oder weniger im nächsten Gang. Mhm. Danke. Gibt es noch Fragen? Ja, weil wir so gut in der Zeit sind, dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt über oder zum letzten Tagesordnungspunkt. Dann möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken bei dir, allgemein von jedem von der Innovation Farm recht herzlichen Dank für die informativen Vorträge. Dann kommen wir jetzt zum abschließenden Punkt.
Da wird Diplom-Ingenieur Thomas Riegler kurz noch über seine praktischen Erfahrungen berichten. Er hat einen Pilotbetrieb dazu. Und jetzt möchte ich den Thomas bitten, dass er mit seinem Vortrag startet. Super. Ist er schon da. Wir haben noch keinen Ton. Thomas, wir hören dich nicht. Also du hast zwar einen Ton eingeschalten, aber ja. Jetzt geht's. Jetzt geht's, oder? Ja, ich habe mein Mikro selbst auch noch stumm geschalten. Ja. Ja. Gut, dann einen schönen Nachmittag nochmal von meiner Seite. Ich bin gebeten worden, einen Bericht aus der Praxis zu bringen. Und das mache ich natürlich gerne. So, ich stelle mich zuerst einmal ganz kurz vor. Also mein Name ist Thomas Riegler. Ich komme aus der Nähe von Wieselburg, dadurch auch die Nähe zur Innovation Farm. Und dort steht natürlich geballtes Wissen zur Verfügung. Und da habe ich, sage ich mal, einen sehr guten Draht, dass ich da das Wissen auch dann sehr gut gleich bei mir im Betrieb anwenden kann. Also man sieht auf der Karte Wieselburg und mein Betrieb liegt dann so circa 4 Kilometer von Wieselburg entfernt. Wir haben einen Ackerbau und mit angeschlossener Schweinemast. Das heißt, wir haben auch Wirtschaftsdünger zur Verfügung. Ackerbau so knapp 40 Hektar mit 500 bis 600 Schweinen. Und die teilflächenspezifische Düngung, die hat mir im Prinzip seit 2017 beschäftige ich mich mit dem Thema, oder beschäftigen tue ich mich schon ein bisschen länger, aber seit 2017 setze ich das dann bei mir ein. Die Erfahrungen werde ich dann gleich berichten. Und zur Fruchtfolge noch, relativ einfache Fruchtfolge, 50% Körnermais, wie es halt typisch beim Schweinemastbetrieb ist, ja, und dann 25% Wintergerste, 25% Winterweizen, und das wechselt einfach. Also die 50% Getreide zusammen werden dann im darauffolgenden Jahr wieder Körnermais, und so habe ich da eine, sagen wir mal, relativ einfache Fruchtfolge. Ja. Ganz kurz zu meinen Voraussetzungen, die ich ackerbaulich zur Verfügung habe. Wir haben großteils Braunerde, Parabraunerde, teilweise ein bisschen Pseudoklei. Also Pseudoklei, da wird es dann ein bisschen schwieriger zum Bearbeiten. Von der Bodenart eher einen höheren Schluffgehalt. Teilweise haben wir so einen ganz einen leichten Sandanteil drinnen und auch teilweise einen etwas höheren Tongehalt. Warum sage ich das dazu? Also ich habe nicht die typischen Minderertragsstellen, wo man irgendwie einen sehr durchlässigen Boden hat und mit der Wasserversorgung zu kämpfen hat, sondern grundsätzlich bin ich mit meinem Boden eigentlich sehr, sehr glücklich. Er hat eine gute Speicherkapazität, also wenn es mal irgendwo trocken ist, hält er durchaus einige Zeit durch. Was wir halt haben, ist, dass er manchmal ein bisschen schwerer zu bearbeiten ist, gerade die Pseudokleistellen und so. Ja. Das sind dann auch die Stellen, die im Frühjahr dann ein bisschen Reaktionsträger sind. Ja, ja, ackerbaulich Ziel, also ich habe ein Ziel, das ich versuche jedes Jahr zu erreichen. Ich erreiche es natürlich nicht immer, ja, aber ich bin eher ein Anhänger einer intensiven Bestandesführung, weil ich denke mal, die Arbeit vom Pflügen, von der Aussaat und ähnliches, Ernte, die muss ich sowieso machen, ja. Und dann der Sprung von einer extensiven zu einer intensiven Bestandesführung ist dann nicht mehr so hoch. Also das sind dann meist vielleicht eine zusätzliche Düngerüberfahrt oder vielleicht Pflanzenschutz noch, zwei Überfahrten im Schnitt oder so vielleicht. Also beim Weizen ist mein Ziel einfach, Futterweizen zu produzieren, also für Futterzwecke. Protein irgendwo im Bereich 12 bis 12,5. Ja. Und Ertrag versuche ich halt irgendwo wäre mal das Ziel einfach, dass ich irgendwo zu den 9000 Kilo komme. Ja. Bei der Gerste ähnlich. Ja. Ich erreiche es nicht immer, aber das wäre mal meine Startvoraussetzung. Und dann im Laufe der Zeit, im Frühjahr, kann ich mir da gegebenenfalls noch ein bisschen dran
anpassen. Ja, meine Düngerstrategie folgt im Prinzip sehr stark dem, was der Philipp Carsten, was der Philipp vorher schon erzählt hat, ganz zu Beginn. Ich versuche bei der ersten Düngung die Bestände auszugleichen. Dazu schaue ich, dass ich möglichst frühzeitig im Frühjahr die erste Düngung mache. Also wenn es irgendwie geht, schon Ende Februar, wenn die Befahrbarkeit einigermaßen zulässt. Und ich versuche da jetzt ganz gezielt die Förderung von schwachen Teilflächen. Ich habe vorher gesagt, ich habe eher die schwer bearbeitbaren Flächen, wo der Tongehalt eher höher ist, ja, die versuche ich da einfach gezielt zu fördern, dass ich die einfach ein bisschen schneller aus dem Frühjahr herausbringe. Ja, wenn ich da schaue, dass ich Nitrat im Dünger drinnen habe, dann starten die einfach ein bisschen besser weg. Bei der zweiten Düngung fahre ich eigentlich immer einheitliche Düngermenge. Also da wirkt der Effekt von der ersten Düngung meistens eh noch nach. Also wenn dort irgendwo mehr Dünger zur Verfügung steht, wirkt das meist noch nach. Und dann bei der dritten Düngung, wie wir es schon gehört haben, orientiere ich mich nach dem Ertragspotenzial. Also das lässt sich dann berechnen. Beispielsweise würden 9000 Kilo bedeuten, ich weiß jetzt nicht, ob ich da 12 habe ich glaube ich genommen, 9000 Kilo würden dann bedeuten 197 Kilogramm N-Entzug. Und da ziehe ich dann im Prinzip von den 197 Kilogramm alles ab, was bis jetzt auf die Flächen hinkommen ist. Das ist die zweite Düngung, das ist die erste Düngung und eventuell auch noch eine Wirtschaftsdüngergabe. Also wenn ich im Herbst vielleicht Gülle ausgebracht habe, dann wird das da auch noch abgezogen. Und dann ist das einfach die dritte Düngung, das was dann überbleibt, was dann noch auf die Bestände kommt. Ja, wie komme ich zu meinen Applikationskarten? Da bin ich vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, nachdem ich mich schon relativ lange mit dem Thema beschäftige. Erstelle ich meine Applikationskarten selbst mit dem Programm QGIS. Ganz kurz erklärt, ich verwende die Satellitendaten vom Sentinel-2, der ist uns heute schon vorgestellt worden. Die Satellitendaten, die Rohdaten, stehen im Prinzip, oder nicht nur im Prinzip, die stehen gratis zur Verfügung. Das heißt, die kann sich jeder Landwirt auch selbst herunterladen. Dann mit dem Programm QGIS berechne ich den NDVI. Der gibt mir Auskunft über das Pflanzenwachstum und dann anschließend wird dann die Applikationskarte daraus erstellt. Wie kommt dann diese Karte auf meinen Düngerstreuer? Wie wir es vorhin schon gehört haben, in Form einer Shape-Datei, also die Kopie auf dem USB-Stick aufs Terminal vom Düngerstreuer und dort wird dann die Karte einfach hineingeladen und kann dann abgearbeitet werden. Ja, ein einfaches Beispiel, wie kann das ausschauen? Ich habe jetzt da ein Beispiel genommen, Winterweizen vom Vorjahr. Das ist jetzt ein Feld, wie groß ist das? Circa 2,7 Hektar, damit man sich ein bisschen die Größenordnung auch vorstellen kann. Weil vorher auch kurz zur Sprache gekommen ist, welche Feldgröße man braucht. Ja. Also ich bin der Überzeugung, es macht durchaus wahrscheinlich Sinn, also ob ein Dreiviertel Hektar, ja, wenn der Boden nicht ganz einheitlich ist, kann man durchaus schon Ertrag, also teilflächenspezifisch arbeiten. Ja. Da wird man natürlich keine so großen Unterschiede haben, ja, aber das macht ja nichts. Aber wenn das eine Ende vom Feld anders ausschaut als das andere, kann man da durchaus das Ganze schon einsetzen. Also im Frühjahr hat sich das Feld so präsentiert, dass ich hier an dieser Stelle, an der rechten oberen Stelle, das ist jetzt was man hier sieht, ist bereits die Düngermenge, die ausgebracht wird. Also nicht das Pflanzenwachstum, sondern die Düngermenge. Also in diesem Bereich war das Pflanzenwachstum gut. Da muss ich eher schauen, dass ich das sogar ein bisschen bremse. Das heißt hier weniger Dünger und an dieser Stelle, da ist ein schwererer Boden und hier ist auch eher der Boden ein bisschen schwerer. Da versuche ich einfach, das ein bisschen zu fördern. Ja. Die Mengen, die hier angegeben sind, das sind jetzt keine Stickstoffmengen, sondern das ist schon der umgerechnete Dünger. Das ist in dem Fall Volldünger, Stickstoffgehalt, weiß ich gar nicht mehr auswendig. Das war ein Mischdünger, den ich zusammen mischen lassen habe.
Also das war die Voraussetzung im Frühjahr. Dann die zweite Düngung, da wird es da keine Karte erinnern, bei der zweiten Düngung habe ich einheitlich gedüngt. Und dann zur dritten Düngung, also Qualitätsdüngung, habe ich dann hergenommen, wie das Pflanzenwachstum war. Und jetzt an der Stelle, wo das Pflanzenwachstum eher gut ist, wo ich aber zu Beginn eher ein bisschen weniger angedüngt habe, da ergibt sich dann natürlich, dass ich hier etwas mehr Dünger dann ausbringen muss. Und der Extremfall, also wir sehen, es geht da bei mir bei Null los. An den Stellen, also das sind da die Randbereiche und da auf der schwereren Boden, der hat sich dann nicht wirklich mehr so gut entwickelt. Der war einfach dann mit der Düngemenge, die schon dort war, schon ausreichend versorgt. Da habe ich dann bei der dritten Düngung einfach sehr, sehr wenig gegeben. Ja, also es gibt einzelne kleinen Flächen, wo sogar eine Düngemenge von Null hingekommen ist. Ja, von der Technik, was verwende ich? Ich habe einen Bockballe-Düngerstreuer, beziehungsweise genau genommen habe ich nur einen halben. Mir gehört, also wir haben dann in Gemeinschaft, mir gehört nur der halbe Düngerstreuer. Es ist das Terminal vom Düngerstreuer selbst. Dann gibt es eine App für ein Tablet. Diese App steuert im Prinzip dann die teilflächenspezifische Düngung. Also genau auf dieses Tablet wird die Applikationskarte geladen und per Bluetooth kommunizieren diese zwei Geräte miteinander und das Tablet überträgt dann mehr oder weniger zum Düngerstreuer die Düngemenge, die dort ausgebracht werden soll. Ja, ja, der Düngerstreuer ist ein Wiegerstreuer, somit kann er sich da optimal dann anpassen. Ja, meine Erfahrungen. An erster Stelle habe ich mir geschrieben, man braucht ein Vertrauen in die Applikationskarte. Nachdem ich das jetzt schon mehrere Jahre mache, also wenn ich eine Applikationskarte sehe, muss ich mir immer denken, okay, das widerspiegelt mein Pflanzenwachstum auf dem Feld. Und das Gefühl habe ich eigentlich bei jeder Applikationskarte gehabt, wenn ich dann aufs Feld hinausgeschaut habe, ja, habe ich immer das Gefühl gehabt, nein, das passt. Also dort ist der Bestand wirklich besser, dort ist er wirklich schlechter. Das macht Sinn, dass ich da die Menge dementsprechend anpasse. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe meine Flächen nur ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Klassischerweise kennt man wirklich die schlechten und die wirklich guten Stellen kennt man. Aber so was dazwischen sich bewegt, ja, ob da jetzt irgendwo ein Ertragsunterschied, sage ich mal, von 5-10% ist, ja, so mittelmäßig ist es leicht unterdurchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich, das sieht man mit dem freien Auge dann oft nicht. Und wenn man dann aber die Karten hat und dann geht man nochmal hin und dann sagt man, ja, okay, vielleicht schaut er doch ein bisschen besser aus an dieser Stelle oder ein bisschen schlechter. Ja. Also wenn man mal das Vertrauen in die Applikationskarte hat, dann glaube ich, vertraut man auch der Düngeempfehlung, die man irgendwo dann vielleicht einmal herkriegt. Ja. Zur Ausbringtechnik, Düngerstreuer, das funktioniert im Prinzip problemlos. Die Applikationskarte hinaufgeladen, das wird abgearbeitet, also das ist von Anfang an eigentlich ohne Probleme vonstatten gegangen. Die Erstellung von den Applikationskarten, das braucht durchaus seine Zeit. Also man muss sich damit beschäftigen. Also ich habe zu Beginn noch den Umgang mit QGIS mir selbst erlernt. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, man muss vor jeder Düngung die Applikationskarte vorbereiten. Das ist jetzt nicht so, dass ich beim Mittagessen sitze und beim Fenster ausschaue und sage, ah, heute war super Wetter zum Düngen. Ich hänge einen Düngerstreuer an und vor. Sondern man braucht eine gewisse Vorlaufzeit, dass man die Karten schon vorbereitet hat und diese dann zur Verwendung bereit hat. Ja. Verfügbarkeit von Satellitendaten. Rein theoretisch sollten alle 5 Tage neue Daten zur Verfügung stehen. Rein praktisch ist es allerdings so, dass bei geschlossener Wolkendecke natürlich keine Daten zur Verfügung stehen. Es gibt manchmal durchaus Konstellationen, wo über mehrere Wochen dann, also wir haben es auch schon mal gehabt, dass über 4 Wochen, also der April her war so ein Fall, dass 4 Wochen lang keine Daten zur Verfügung standen sind. Oder im Frühjahr ist es auch oft so, wenn man wirklich im Winter eher viel Wolkenbedeckung hat. Ich habe auch schon im Frühjahr mal gestrahlt und habe die Karten vom November genommen. Ich habe das dann im Nachhinein nochmal verglichen. Das hat eigentlich relativ gut gepasst. Also zwischen November und Ende Februar tut sich nicht wirklich viel vor der Vegetation. Das heißt, da sage ich mal, es macht ja gar nicht so viel, wenn man da vielleicht mit Daten arbeitet, die vielleicht 2-3 Wochen älter sind.
weil so schnell ändert sich der Zustand auf dem Feld nicht. Ja. Ja, Ertragssteigerung, also man darf sich da jetzt keine Wundereffekte erhoffen. Also ich glaube eher Ertragssteigerung eher gering. Was vielleicht einfach ist, man kann wirklich ein bisschen Dünger einsparen auf die schlechteren Stellen, weil man dort dann einfach das sowieso nicht in Ertrag umwandeln kann. Ja. Was ich da auch noch dazu sagen muss, bei der dritten Düngergabe braucht man teilweise auch ein bisschen Mut, ja, weil man über den guten Bestand, also man sieht, das ist jetzt ein guter Bestand, ja, dort schmeißt man dann teilweise doch nochmal erhebliche Düngemengen hin. Da braucht man durchaus auch ein bisschen Mut, dass man sagt, hoffentlich steht das der Bestand und ich kriege kein Lagergetreide zusammen. Ja. Das heißt, ich verwende auch durchaus eher die Höhe, also die Obergrenze von den Wachstumsreglern, damit ich dann an den guten Stellen da wirklich kein Lagergetreide zusammenbringe. Ja, die gezielte Ausbringung, das habe ich schon gesagt. Höherer Deckungsbeitrag, also so wirkliche Daten habe ich jetzt noch nicht, weil ich den Großteil meiner Ernte selbst verfüttere. Das heißt, das fährt nicht über Waage. Also ich kann jetzt wirklich sagen, auf dem Kilo genau, ob ich jetzt wirklich mehr oder weniger Ertrag hätte. Vom Gefühl her wird sich das im Deckungsbeitrag, glaube ich, jetzt nicht großartig abspielen. Ja. Aber ich sage einmal, es ist ein bisschen ein psychologischer Effekt, wenn ich sehe, dass mein Bestand super ausschaut, dass die Ernte gut, dass ich eine gute Ernte habe, dann muss das nicht immer im Deckungsbeitrag niederschlagen. Ja. Wovon ich allerdings überzeugt bin, ist, dass sicher keinen negativen Einfluss auf den Deckungsbeitrag hat. Ja. Und die große Frage, oder wo ich bis jetzt immer kämpfe, mehr oder weniger, ist, wie stark passe ich die Düngemenge in Abhängigkeit vom NDVI an? Ja? Das heißt, wenn ich einen schlechten Bestand habe und einen guten Bestand, wie stark ist die Abstufung von der Düngemenge? Das ist im Prinzip basiert nach Gefühl, oder von der Innovation Farm kriege ich da auch schon erste Versuchsergebnisse. Und das ist meiner Meinung nach die entscheidende Frage. Ja, wie stark soll die Abstufung von guten zu einem schlechten Bestand im Frühjahr passieren? Und da werden wir in Zukunft, denke ich, doch noch einiges an Versuchsarbeit haben, dass wir da vernünftige oder belastbare Zahlen bekommen. Ja, letzte Folie. Nächste Schritte, also über was machen wir Gedanken? Was wird in Zukunft kommen oder an was überlege ich? Also ich muss auch in meine Überlegungen, Phosphor und Kali mache ich zurzeit noch nicht teilflächenspezifisch. Da bin ich mir durchaus bewusst, bei der ersten Düngung verwende ich teilweise einen Volldünger. Und wenn jetzt die gut versorgten Bestände eigentlich vor der Stickstoffdüngung bremse, bringe ich dort auch tendenziell weniger Phosphor und Kali aus. Und das müsste eigentlich, oder muss ich dann in der Zukunft irgendwann einmal über die Fruchtfolge ausgleichen. Und den Plan habe ich dazu schon im Kopf. Das heißt, das wird bei mir dann beim Mais erfolgen. In Mais mache ich normal auch zwei Gaben, also einmal einen Volldünger und dann eine reine Stickstoffdüngung. Und im nächsten Jahr, wo dann bei mir noch Getreide, normalerweise Mais kommt, da bin ich dann in der Lage, dass ich auf Phosphor und Kali ausgleichen könnte. Das ist jetzt dann der nächste Schritt, den ich vorhabe umzusetzen. Gut, dann bin ich am Ende meines Erfahrungsberichts. Ich habe da jetzt ganz bewusst Regen und Sonne gewählt. Das ist immer nur einer der wichtigsten Faktoren, dass einfach diese zwei Ereignisse möglichst in einem vernünftigen Verhältnis zueinander auftreten. Das heißt, wenn es nicht regnet oder nicht die Sonne ausreichend scheint, dann können wir düngen und machen, was wir wollen. Also den Faktor haben wir noch immer nicht im Griff. Gut, danke sehr. Danke. Dankeschön für die schönen Abschlussworte. Jetzt gäbe es halt noch die Möglichkeit, dass man wirklich einen Praktiker fragt. Wenn jetzt diese Düngung optimal ist, abgestimmt auf den Boden, dann kriege ich ja zum Teil eine sehr unterschiedliche Qualität in der Praxis. Oder kann passieren. Die Frage, verstanden. Ich glaube eher, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass ich nämlich sogar eine einheitlichere Qualität bekomme. Ja? Also die Qualität passe ich eigentlich mit der dritten Düngergabe an. Ja? Und
nehmen wir einfach als Beispiel, wenn ich jetzt wirklich einen schlechten Bestand habe und ich bringe da jetzt bei der dritten Düngergabe den Dünger konstant aus, dann habe ich eigentlich auf dem schlechten Bestand eine Überversorgung und dort würde ich einen höheren Roboteringehalt produzieren. Dagegen auf dem guten Bestand hätte ich ja eigentlich eine Unterversorgung, dort würde mir der Roboteringehalt runterfallen. Ja? Wenn ich das aber bei der dritten Düngergabe berücksichtige, dann sorge ich eigentlich eher dafür, dass sogar der Proteingehalt über das Feld gesehen konstanter gehalten wird. Das sind auch die Ergebnisse, die Innovation Farm schon herausgefunden hat, dass es konstanter wird. Ja. Weil ich hab auf den guten Stellen habe ich den Verdünnungseffekt nicht, ja, weil dort habe ich einen hohen Ertrag, dort kann ich dann auch den Rohprotein halten. Ja. Jetzt können wir zum Abschluss unseres Webinars kommen. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Vortragenden, allem voran bei der Innovation Farm bedanken. Da speziell halt natürlich beim Philipp Kastenhofer, beim Florian Krippel und beim Thomas Riegler, der jetzt nicht direkt bei der Innovation Farm tätig ist, aber in enger Zusammenarbeit steht.